Wir sind heute im Wangerland auf dem Milchviehbetrieb. Der Betrieb hat vor einem Dreivierteljahr mit der Hybrid angefangen zu besamen und ist über das auch zur Hybridzucht gekommen. Das Video sollt ihr jetzt sehen. Los geht's. Moin, ich bin Janto Bauer aus dem Wangerland, ganz oben an der Nordseeküste. Ich habe vor 4 Jahren einen Milchviehbetrieb gepachtet, damals 53 Kühe übernommen mit 37 Hektar. Das haben wir jetzt mittlerweile in knapp über 4 Jahren erweitert auf knapp über 90 Kühe plus weibliche Nachzucht. Haben jetzt 77 Hektar in Bewirtschaftung, 15 Hektar Ackerland, Rest Dauergrünland, 47 Hektar am Hof, ja, steht zur Schnittnutzung und Beweidung zur Verfügung. Maschinenmäßig sind wir ziemlich gut aufgestellt, machen viele Arbeiten selber, weil wir da viel Lust zu haben. Die Silofahren geben wir komplett ab. Häckseln, Grassilage, ersten, zweiten und dritten Schnitt und den Rest Güllefahren, Rundballenpressen, Ackern, Mähen, Wenden, Schwaden, machen wir alles selber. Und das machen wir mit Familienarbeitskräften und Freunden. In meiner Fachschulzeit habe ich einen Eigenbestandsbesamungskurs gemacht, habe damals noch auf einem anderen Betrieb gearbeitet und mit der Selbstständigkeit bin ich dann angefangen selber zu besamen. Das hat ja anfänglich auch eigentlich sehr gut geklappt und später kriegte ich dann immer mehr Probleme, die Zervix zu ertasten. Die Finger wurden taub, die Arme wurden schwer und habe dann immer über YouTube oder andere Kanäle geguckt, gibt es da andere Möglichkeiten, dass man weiterhin selber besamen kann, weil das in den Betriebsablauf eigentlich sehr gut reinpasst, weil die Kühe im Sommer außer zu den Melkzeiten auf der Weide stehen, damit man ungebundener ist mit den Zeiten des Besamungstechnikers. Und bin dann ja, auf ein Video gestoßen von Hybrid Genetics. Da wurde die Hybrid vorgestellt und habe dann mit meiner Familie darüber geredet und dann einfach mal Udo kontaktiert. Und dann kam das auch relativ zeitnah, haben wir die vorgeführt, die Hybrid, hier auf dem Betrieb. Ja, und haben uns dann für die Hybrid entschieden. Und seit November besamen wir jetzt mit der Hybrid. Haben gar keinen Deckbullen mehr im Einsatz und ja, die Ergebnisse sind super. Ich würde die nie wieder missen wollen. Mit der Hybrid kann ich auf dem Handy sehen über eine Kamera, wo ich in der Kuh bin, wo die Zervix ist. Da sauge ich mich fest an der Zervix, gehe dann mit der Besamungspistole durch die Hybrid bis zum ersten Bodyring und mich bewegen hoch, runter, rechts, links. Kann man auch dann merken, wie man die 3 Ringe überwindet und dann lege ich die Portion vorsichtig ab. Nehme das Vakuum von der Hybrid, ziehe die Hybrid wieder aus der Kuh raus. Ich brauche keinen Arm in die Kuh stecken. Wenn ihr mehr über die Hybrid erfahren wollt, verlinken wir oben rechts noch ein Video für euch. Über die Videos von Udo sind wir dann auch auf die Hybridzucht gestoßen, haben dann im gleichen Zug auch Sperma bestellt und sind jetzt angefangen Montbéliard zu besamen. Die ersten Kälber, die kommen im Dezember und haben jetzt uns auch dazu entschieden, keine schwarzroten Kuhkälber mehr aufzuziehen und dann rein auf die Hybridzucht zu setzen. Alle schwarzbunten Kälber, die jetzt geboren werden, werden alle verkauft. Für den ganzen tierischen Teil bin ich alleine zuständig. Mein Bruder oder auch Freunde, die sind immer für die Lohnarbeiten, sag ich mal, Feldarbeiten mit eingeteilt. Und dafür sind mir die Holsteinkühe einfach mittlerweile zu arbeitsintensiv. Rund um die Abkalbung gibt es zu viele Probleme, die auftauchen und die einfach an Gang zu halten. Mit steigender Kuhzahl jetzt der letzten 4 Jahre merkt man auch deutlich, dass das arbeitsintensiver wird. Bei 50 Kühen, dann hast du mal eine Kuh stehen, die nicht fit ist. Und bei 90 hast du auch mal 4 Kühe als Beispiel. Und da kommst du einfach nicht mehr gegen an. Der ganze Vormittag geht auf mit Tierarztbesuchen und andere Arbeit bleibt liegen oder verschiebt sich. Die Tage werden zu lang. Wenn ich mit dem Tierarzt eine Kuh behandle, dann kann ich 3, 4 Durchgänge melken. Wir waren auch schon beim Kunden von Udo, der wohnt hier ganz in der Nähe, bei Jelko. Von dem hat Udo auch schon ein Video gemacht. Klickt oben rechts auf den Link, wenn ihr das Video sehen wollt. Wir haben schon Kreuzungen auf dem Betrieb. Eine Kuh, die wurde uns mal als Kalb, eigentlich als HF verkauft, als Rotbund. Wir wollten unbedingt rotbunte HF-Kälber kaufen. Später stellte sich raus, dass das wohl so ein Doppelnutzungstier ist aus Niederlande, so ein MRI. Haben dann aber beschlossen, ach, lass die Kuh doch laufen. Und die hat mittlerweile die 4. Laktation erreicht. Die haben wir dann mit HF aber belegt. Haben wir ja quasi schon die erste Kreuzung. Zwar nicht die perfekte, aber die G1. Und die Töchter sind echt fruchtbar und stabil, geben jetzt weniger Milch, weil die Mutter halt eine Doppelnutzungskuh ist, aber wir sind da sehr gut mit zufrieden. Dann haben wir schon mal mit Fleckvieh was eingekreuzt, mit Normanne. Da kann man bei den Kälbern schon deutlich sehen, 3 Fleckvieh, 3 Normanne, 2 Schwarzbunte. Man kann einfach sehen, wie stabiler die Kälber sind. Mehr Muskeln drauf, schönes Fundament.
Breite, vorne Stärke. Das gefällt mir gut. Und jetzt, wo wir Udo kennengelernt haben, wissen wir, welche Rassen wir einsetzen müssen, um die richtige oder perfekte Kreuzung hinzukriegen, damit wir auch nicht nur unsere Leistung halten, sondern auch noch mehr Milch in den Tank kriegen. Man denkt ja eigentlich immer, ja, wir haben jetzt hier 10.000 Liter und also ich habe da nicht überlegt, ob ich jetzt mehr Milch habe, sondern ich will lieber 10 Stück mehr melken können und damit weniger Arbeit haben. Und trotzdem werden unsere Kühe mit, die wir mit Udo jetzt kreuzen, mehr Milch geben wie unsere Holsteins jetzt. Nur es kann auch ja eigentlich nicht anders, ne? Wenn die gesund sind, dann können die auch mehr Milch geben, das ist einfach so. Wenn ich jetzt 100 Braunvieh-Kühe hätte, hätte ich wahrscheinlich genau den gleichen Ärger wie mit 100 Schwarzbodenkühen, weil die genauso eine Inzucht drin haben, in jeder Reinzucht. Also ich glaube, dass das mit dem Eigenbestandsbesamen mehr wird und dass auch die Betriebe umdenken, dass sie einfach nur melken wollen und ja, Geld verdienen wollen mit dem Melken und dass diese ganze Zuchtgeschichte, also diese Reinzucht mit auf Shows gehen und irgendwelche Tiere da in Export verkaufen, dass das weniger wird. Weil die einfach Geld im Stall verdienen wollen. Lieber melken, lieber 10 Kühe mehr, weil die auch genug Arbeit haben zu Hause. Und weil es mit dem Personal auch immer knapper und immer weniger wird. Und dafür ist die Hybridzucht genau das Richtige. Wenn ihr noch mehr über die Hybridzucht erfahren wollt und vielleicht mal Kühe live sehen wollt, dann kommt Ende Oktober mit uns nach Skandinavien oder im Februar mit uns nach Kalifornien. Guckt euch auch gerne nochmal das Video von Jelko Onken an, über den Janto auch gerade schon erzählt hat. Hier ist der Link dazu. Für heute soll es das gewesen sein. Tschüss, bis zum nächsten Mal.